Sie haben es eilig? Dann sind Sie hier vollkommen richtig. Das ist Ihr Technikraum? So ist es. Ist vielleicht nicht hübsch, aber glauben Sie mir, wir können fast jeden in der Flotte der Reisenden überholen. Mila? Hi! Das sind Colonel Shepard und Dr. Zelenka. Sie sind aus Atlantis. Mila ist unsere Chefingenieurin. Sie ist doch nie im Leben über 16. Sie ist 15. Mit der Schiffsarbeit angefangen hat sie mit 4. Wir müssen so schnell wie möglich ans nächste Ziel kommen. Also tu bitte, was du kannst, um den Hyperantrieb zu pushen. Kein Problem. Wissen Sie, Zelenka weiß das eine oder andere über Hyperantriebe. Ich bin sicher, er könnte Ihnen hilfreich zur Hand gehen. Wer weiß, vielleicht lernen Sie ja noch irgendwas. Au! Und, wie läuft's? Nun ja, er ist... Das macht es manchmal. Das muss Sie nicht weiter beunruhigen. Hören Sie, das, was wir hier tun, ist sehr gefährlich. Ja, was Sie nicht sagen. Sie verlangt dem Schiff weit mehr ab, als zu empfehlen ist. Das war doch, was wir wollten, oder? Wenn wir Rodney und Daniel nicht befreien, bevor Todd da ist, sind sie erledigt. Das ist der krasseste Hyperantrieb, der mir je untergekommen ist. Der ist aus bunt gewürfelten Teilen zusammengeflickt. Sie muss ganz schön was auf der Pfanne haben, um so einen Hyperantrieb zu basteln. Sie wird ihn verheizen. Sobald wir aus dem Hyperraum fallen, ist es sehr gut möglich, dass wir den Hyperantrieb nie wieder ankriegen. Beschäftigen wir uns damit, wenn es soweit ist. Was war das? Was? Das ist nur eine Strahlungswarnung. Der Melder ist etwas überempfindlich. Ich würde mir da keine Sorgen machen. Ich sollte wieder zurück auf die Brücke. Sie schaffen das schon. Siehst du? Ich wusste, das würde passieren. Er ist verheizt. Wenigstens sind wir jetzt hier, nicht wahr? Zelenka? Mila. Sie müssen in 30 Sekunden den Hyperantrieb öffnen. Wir müssen mal kurz springen. Unmöglich. Kein Problem. Ich habe ein Hyperraumfenster geöffnet, das groß genug für uns beide war. Wir sind gerade durch den Planeten geflogen.